Hallo zusammen, es ist wieder Freitagabend. Wir haben 17:31 Uhr. Der DAX klickert noch ein bisschen, aber ich sehe nicht, dass da jetzt eine nennenswerte Bewegung in den nächsten 6, 7 Minuten kommt. Deswegen ziehe ich jetzt hier den Film ein bisschen vor. Das ist der Chart. Machen wir ein bisschen größer für all die, die auf dem Handy schauen. Und ich habe jetzt hier diese beiden Pfeile eingezeichnet und die euch auch vom Mittwoch her bekannten Fibos. Wir sind nach wie vor von dieser Abwärtsbewegung hier lediglich bis, das heißt lediglich, immerhin bis zum 61,8er gelaufen. Mehr oder weniger an 2 Tagen. Das war heftig hier der Dienstag, wissen wir alle. Mittwoch, Donnerstag, Freitag nicht so schön. Heute auch nicht so toll. Ja, da ist ihm einfach die Luft ausgegangen. Der hatte die Chancen, hier über den Oszillator weiter hochzukommen, aber der knickt jetzt schon wieder ab. Das ist kein Verkaufssignal, das ist einfach so eine Art, naja, Ermüdungssequenz. Noch ist das MACD positiv, kann man nicht meckern. Wir liegen kurz vor der 200-Tage-Linie. Das ist diese schwarze hier bei 15.460, die sich gerade eben hier verbindet mit der 10-Tage-Linie. Wir sind nur bis zum 20-Tage-Linie gelaufen, außer dem 61,8er. Und wir kommen da jetzt momentan nicht wirklich dran oder drüber. Das wäre zwar schon schön, aber jetzt aus dieser Chartsicht her, das Hoch von diesem Tag ist jetzt für mich wichtiger, 15.829, als die 20-Tage-Linie. Die gilt für mich als zurückerobert. Das ist soweit in Ordnung. Erst wenn wir das überboten haben, kommen wir zu dem Punkt, den dieser horizontale Pfeil hier darstellt. Das ist das Gap vom 25.11. bei 15.917. Das ist für mich der obere Punkt, um den DAX nochmal weiter auf 200-300 Punkte Reise zu schicken. Der untere Punkt ist nicht nur die 200-Tage-Linie. Wie gesagt, ich schaue da nicht so drauf, aber ich weiß, viele gucken drauf. Das ist mir das Gap hier, was wir haben vom 6.12. bei 15.380. Das ist die Range. Das große Problem für die nächste Woche ist, wir haben einen großen Verfalltermin. Und der Dezember-Verfalltermin ist immer ein ganz besonderer. Der ist ähnlich erfolgreich wie der vom Juni. Juni ist nach den Dividendenzahlungen und Dezember ist halt zum Jahresabschluss. Das kann ziemlich heftig werden. Also ich rechne eigentlich damit, dass da eine größere Volatilität reinkommt. Deswegen, ja, ich habe diese Marken, aber wenn da irgendein großer Marktspieler, was weiß ich, ein norwegischer Staatsfonds oder ein BlackRock, irgendwelche Positionen arrondieren muss, dann interessiert ihn nicht, ob hier ein Punkt ist oder da. Der sagt einfach, wir machen das jetzt mal glatt aus dem oder dem Grund. Deswegen, da bitte vorbereitet sein. Also ich selbst werde wahrscheinlich nicht so viel handeln nächste Woche. Das mache ich nie, wenn ein großer Verfalltermin ist, weil das sind einfach die Bewegungen, die sind nicht voraussehbar, also in keinster Weise auch nicht vorausahnbar. Ich habe euch trotzdem 2 Scheine mal hier reingelegt. Der eine ist ein Call 14.907, da sind wir ungefähr hier, sind wir also unter diesem letzten Zwischentief. 14.907, das ist die GX2 JKM. Der wird auf jeden Fall interessant, wenn wir hier drüber gehen, aber den schaue ich mir auch an, wenn wir hier unten sind. Je nachdem, wenn das wirklich hält, diese 15.380, dann hat er einen ordentlichen Hebel, Standgas und dann darf er mal laufen. Den Put habe ich genommen über 16.000, und zwar 16.095, das ist die GX3 X70. Hat einen 32er Hebel und 16.095, da sind wir hier hinter diesem Gap, was wir vielleicht schließen können. Ich gebe ganz ehrlich zu, wissend, dass der große Verfalltermin kommt, weiß ich nicht, ob die Charttechnik da so hilfreich ist. Weil nochmal, wenn da Positionen geschlossen werden müssen, dann interessiert da kein Chartpunkt. Das wird also mit Sicherheit sehr spannend. Klein bleiben, zurückhalten, lieber mal einen Trade nicht machen, weil das kann einem ganz schön um die Ohren fliegen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.